Wait, whose turn is it? Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Nicht Aufnahme, sondern Folge hier bei South Park. Wir sind aus Shitty Fog rausgegangen und wurden gleich von denen angegriffen und die spielen mit ihrem Handy. 61, 81, da machen wir erstmal den Schwertkämpfer. So, den haben wir erledigt. Und jetzt macht Butters hier seinen Kriegshammer. Yeah! Gabe der Natur. Natürlich heilst du dich natürlich, du kleiner Pisser. So, Angriff erhöht, mal 2. Okay, hätten wir das erledigt? Geld, Heiltrank und ein Spielzeugtruck. Was haben die? Der hat eine Terrence Flip Actionfigur, das freut mich. Nehmen wir mal das Geld hier mit. Und dann gehen wir mal in den Friedensturm. Und machen natürlich mal gleich das mit den Mongolen-Kindern. Wir müssen ja auch mal ein paar Quests erfüllen hier. Was? You sure that is? Moment. 3 ist aber unfair. Okay, machen wir erstmal den Bogenschützen. Okay, Butters, du kümmerst dich um den hier. So, auf die Fresse. Ach du Kacke. Okay, die sind gar nicht so schlecht. Ach so. Naja, egal, haben wir jetzt halt einmal nicht ordentlich getroffen. So, jetzt bist du dran. Heiliger Bonusschaden, yeah! Blendschuss, nein! Natürlich, Angriff verringert, naja, egal. Und machen wir mal wieder eine Fähigkeit. Weißt du was, ich probiere jetzt mal das Rambolen aus. Drücke immer A, wenn deine Faust nach unten geht. Ach, das macht auch Schaden, cool. Angriff, jetzt bist du tot! So. So, haben wir einfach mal ein paar Mongolenkinder hier verprügelt. Das mache ich ja auch jeden Tag. Nehmen wir natürlich alles mit, was hier so fallen haben. Benutzt das Feuerwerk. Zerknüllte Laterne. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich da oben dran schießen. Da passiert sonst nichts. Okay. Ach, jetzt habe ich Butters geschlagen, ich Vollidiot. Beschwörungen. Müssen wir später mal ausprobieren. Jetzt mache ich erstmal Rambolen nochmal. Nüsse, betäubt! Und Butters, du machst den Kriegshammer auf den hier. Und PAM! Okay. Dann Krummsäbel auf den hier, der andere ist ja noch betäubt. Gut, wieder ein Mongolenkind ausgeschaltet hier und Butters, du machst jetzt auf den hier. Boah, voll in die Fresse. Machen wir mal Luschenbogen, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Weißt du Bescheid? Ach scheiße, ich habe nicht genau getroffen. So, und einmal noch und dann ist er auch, ist er hier auch erledigt. So, was hat denn der dabei? Geld? Krummsäbel, wie, das ist ja kaputt. So, was haben wir denn hier hinten? Na, haben wir sonst nichts. Das kann ich nicht aufschließen. Ach, hier liegt der andere. Stärketrank, nutzt das Feuerwerk. Ein Shin-Pokémon haben wir da oben. Jiff, geht das von hier? Ja. Pokémon. Okay, da passiert sonst nichts weiter. Das ist ja ein Traum. Na, jetzt geht er hoch. Moment, aber ich muss erst nochmal kurz hier ein kleines Foto machen. So, und jetzt gehen wir auf den Friedensturm.
Ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh boy, a door puzzle. Chinama Kukupen. Kacke. Chimini Yavorsan Imelega San. Wut der Horde. Nein. Nein, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Wie kann ich mich denn heilen? Gesundheitstrank groß. Krummsäbel, der hat 98, der 81. Dann mache ich natürlich erstmal den hier. Verdammt. Ein paar Punkte hat er noch übrig. Dann mache ich das jetzt eben mit Butters fertig hier. Ach, schon wieder blenden. So, dann probiere ich doch mal die Beschwörung. Rohlederpeitsche. Ruft Mr. Sklave bei, der sein Innerstes mit seinem... Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. This could be kind of fun. Was? Jesus Christ. I'm a lot more experienced now. Was hat er ja... Was? Ich... ja. Was hat er da getan, bitte? Er hat sich in seinen Arsch gesteckt. So, ich schieße einfach mal ein bisschen... Ne? Weiß Bescheid? 3 Drachenschwanz, Questgegenstand. War das etwa schon alles hier? Achso. Entfernt, und was soll ich jetzt machen? Achso. Okay. Und jetzt kann ich hier reingehen. Ach, es geht weiter nach oben. Was? Ja, die werden wir doch schaffen. Hammer der Gerechtigkeit. Drücke A, wenn der Blitz Butters Hammer trifft. Yeah! Ach du Kacke. Scheiße. Ich muss mich mal schnell heilen. Und zwar mit dem hier. Krummsäbel auf die Mongolen. Ich mach euch alle! So, und Butters sollte sich auch mal heilen. Und zwar mit einem kleinen Gesundheitstrank. So, und dann machen wir mal den Hammer der Gerechtigkeit. Scheiße, zu früh. Was? Butters ist angewidert. Na, großartig. So, die haben nur noch 26. Das heißt, Butters Angriff muss jetzt sitzen. Genghis Khan, Geld, Gesundheitstrank, Klein. Kehre zu Mr. Kim zurück. Okay, ich glaube, ich hau mal hier lieber ab, weil ich glaube, das fliegt gleich alles in die Luft. Ach du Kacke. Hau ab, du Mongole. Ach du Scheiße.
So, der ist erledigt. Und du jetzt auch. Heiliger Bonusschaden. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt noch einmal das Krummsäbel und dann ist der hier auch weg. Ah, da stellen die sich uns jetzt auch noch in den Weg. So, schnell alles mitnehmen. Oh, oh, bevor das Ganze hier uns um die Ohren fliegt. Da vibriert sogar das Gamepad. Ja, haben wir das geschafft. Mal sehen, was wir jetzt kriegen dafür. Ich sammle dir erst einmal das Geld ein. Und dann gehen wir mal zu Shitty Fock und erzählen ihm von unserer großen Heldentat, die wir jetzt natürlich geleistet haben. Moment. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Level 3. Fähigkeit freigeschaltet. Mongolisches Rindfleisch. Geil. Miniaturgong. Herbeirufen freigeschaltet. Okay, sehr schön. Wir haben einen neuen Freund und zwar Mr. Kim. Und... ah, cool. Wir haben den Mongolenbogen. Den rüste ich mir natürlich gleich mal aus. Was haben wir denn an Fähigkeiten? Da kann ich jetzt eine neue Fähigkeit freischalten. Betäubt jetzt hier neben zusätzlichen Schaden. Perfekte Durchführung verursacht verringerte Abwehr bei allen übrigen Feinden. So, ich würde sagen, stürmender Bulle. Ach so, das kann ich erst später. Dann machen wir mal... komm, machen wir mal Rambolen. Ich mag Rambolen. So, Quests. Heißer Kaffee. Schweinebärmann. Ach du Scheiße, was haben wir denn für einen Haufen Quests, bitte? Finde Jesus. Okay. 4 haben wir schon vollständig und den Rest noch nicht. Okay, was habe ich denn hier an Ausrüstung? Level 4, Druidenhandschuhe. Wir könnten uns auch eventuell mal einen neuen Bart zulegen. Der Ankerbart, leichter als er aussieht. Der Hollywoodbart, so heiß. Wir könnten natürlich auch Genghis Khan gehen oder ein Eierkinn. Der Klötenkind, der Eierbeutler. Das ist ja ein Traum. Klingonenbart, Kunstbart, Rapperbart. Nee, das sieht scheiße aus. Vogelnestbart, Zaubererbart. Okay, das sind schon alle. Böser Cartmanbart passt eigentlich schon ganz gut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal als Eierbeutler. Ne? Verstehst du? Eierbeutler? Ist in Ordnung. Retro-Glam. Ach, das passt natürlich super zu den Eiern am Kinn. Sterne kann man auch da machen. Tränensäcke. Ein Tränentattoo? Nee. Unordentliche Gesichtsbemalung. Doppelkinn. Schwarzer Blendschutz. Nee. Wie kann ich das wieder wegmachen? Ah, okay. Hat er schon weggemacht. So, dann können wir uns natürlich auch eine Brille anlegen. Die einzige Möglichkeit, die Welt in 3D zu sehen. Der tolle Retro-Look am Pool, um zu chillen. Eine Brille, die nur eine Mutter für das Kind kaufen würde, das sie nicht leiden kann. Dann haben wir noch ein Monokel, ein Vintage-Okular, das Snobismus und Nutzlosigkeit kombiniert. Und dann haben wir noch eine sportliche Brille. Sieht so aus, als hättest du an einem Triathlon teilgenommen, ohne dich wirklich anstrengen zu müssen. Hm. Dann haben wir natürlich noch ein paar, eine Bob-Perücke. Drückt deine Liebe zur Mod-Fashion aus. Ja, ich weiß nicht. Glatzenmütze, der Latex-Klassiker. Mönchstonsur. Zeigt Gott, dass du nichts zu verbergen hast. Ja, die Glatze zum Beispiel. Eine Perücke mit Schleife, das sieht man jetzt nicht, weil der Helm da ist. Und ein Pony. Das sieht natürlich auch wunderschön aus. Aber ich lasse erstmal die Standardfrisur. Kram. Da müssen wir auch mal was verkaufen. Und eine neue... Waffe und eine neue Rüstung könnten wir auch mal gebrauchen. Ach, wie geil das auch aussieht mit den Eiern am Kinn. Ja, Eierbeutler ist auf Tour. Und wir müssen jetzt erstmal zu Jimbos Laden.
Aber wo ist denn Jimbos Laden? Wenn ich das jetzt wüsste, dann... Ach, Jimbos Guns, okay. Die Frage hat sich erledigt. Na, jetzt, komm. Das Geld erst nochmal schnell einsammeln. Hier hinten haben wir sonst nichts. Okay, und wie es in Jimbos Laden hier weitergeht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!